Grüß euch, ich bin der Stefan, der Wanderführer vom Almis und darf euch heute begleiten auf unserer Wanderung zur Steineralm. So, an dieser Stelle bleibe ich immer ganz gern stehen als erstes, um eben zu erläutern, was an Obernberg, an dem Tal so besonders ist. Wir sind ein Landschaftsschutzgebiet seit den 30er Jahren circa, aufgrund dieser tollen sogenannten Thomahügel, den wir uns im Tal überall haben. Also herzlich willkommen am Obernberger See, unserem Juwel des Tales. Man sieht schon, das Wasser ist ziemlich weit durchgegangen. Im Frühjahr ist es nach der Schneeschmelze so, dass das Wasser bis hierher reicht und teilweise sogar über die Ufer tritt und somit zwischen Sommer und Winter 7 und 10 Meter Durchschnitt hat, ein Unterschied am Wasserlevel. Also wir sind jetzt hier auf der Steiner Alm, dem Almis Berghotels eigenen Juwel. Dann würde ich vorschlagen, lassen wir uns langsam oben auf unseren Plätzen nieder und genießen unsere wunderbare Almjause. Das war jetzt die Wanderung vom Almis Berghotel zur Steineralm. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr euch auch mal begrüßen dürft. Alles Gute und vielen Dank.